Tokyo Hotel geht, sollten sich ihre Fans in diesem Winter warm anziehen. Grund? Die Band hat ihre eigene Modekollektion auf den Markt gebracht, die sinnigerweise Los Angeles Magdeburg heißt. Eine Hommage an Bill und Tom Kaulitz aktuellen Wohnort in den USA und ihre Geburtsstadt hier in Deutschland. Unsere Reporterin Anna war bei der Präsentation der Klamotten am Abend in Berlin dabei und wollte mal wissen, was Strümpfe, Jacken und Co. denn so kosten. Falls ich mir noch was Schönes wünschen kann zu Weihnachten, wie teuer sind denn die Klamotten? Wir haben versucht, unter 200 Euro zu bleiben fürs teuerste Teil. Das heißt, die Jacke, die ich auch gerade anhabe, das ist das teuerste Piece, die kostet 190. Aber wir fangen auch schon bei 16 Euro an. 16 Euro kosten übrigens diese Socken. Für Wolfgang Job vermutlich ein Schnäppchen. Der Mode-Opa kam nämlich auch vorbei, um die Kollektion zu testen. Ich nehme jetzt alles mit. Alles, du nimmst es einfach alles. Dankeschön, Schatz. Und was sagst du? Ich habe mich extra schlecht angezogen. Sonst habe ich auch mit nur Lack und Leder an und Nieten mitten hier durchgeschossen. Habe ich alles weggelassen. Ich wollte mir nicht die Show stehlen. Ja, genau. Ich wusste, ich kriege was geschenkt, dann muss der Rest wissen. Neutral sein. Übrigens, Tokyo Hotel Fans haben in diesen Tagen doppelt Grund zur Freude. Denn neben den Klamotten kann man heute, und zwar nur heute, in ausgewählten Kinos die Musikdokumentation Hinter die Welt sehen. Mehrere Jahre begleitete Regisseur Oliver Schwabe die Band. Intim wie nie. Doch eine Frage wird auch darin nicht geklärt. Steht er jetzt auf Jungs oder steht er auf Mädchen? Ich will, dass das kein Thema ist. Na, dann eben nicht. Offen bleibt auch die Frage, wann Bill und Tom das nächste Mal in Deutschland sind. Denn heute fliegen sie zurück nach Los Angeles. Vor 2019 wird es wohl kein Wiedersehen geben. Aber wenigstens bleiben uns bis dahin ihre Klamotten.